Und herzlich willkommen zu Die Frage der Woche. Ja, ChatGPT hat mir Fragen gestellt und ich bin dabei, sie alle zu beantworten. Es sind genau 60 Fragen in 60 Wochen. Und ja, die Frage der Woche ist: Wie gehst du mit Zweifeln und Unsicherheiten um? Das ist eine schöne Frage. Ich lege mich auf den Boden und heule. Das mag sich total doof anhören, aber Zweifeln ist normal. Zweifel hat jeder. Ich zweifle auch sehr oft an mir. Kann ich das? Kann ich das umsetzen? Schaffe ich das? Wie läuft meine Selbstständigkeit? Sie läuft nicht. Und natürlich, wenn man Zweifel hat, man vergleicht sich ständig mit anderen Leuten. Man denkt sich, ah, die anderen schaffen das und warum schaffe ich das nicht? Und ich sehe aber, es läuft nicht und warum läuft es bei den anderen? Die konnten nach ein paar Monaten, konnten die schon Vollzeit in ihrem eigenen Unternehmen arbeiten und ich arbeite jetzt schon seit 5 Jahren daran, mein Gehalt zu steigern und kriege nur Centbeträge. Und ja, dann zweifelt man auch und man hat Unsicherheiten. Und denkt sich, schaffe ich es denn überhaupt irgendwann mal? Lohnt sich der Kampf überhaupt? Und ja, wofür stehe ich morgens eigentlich auf? Ne? Und ich denke mir, wird das überhaupt irgendwann noch was? Bin ich überhaupt talentiert genug, um selbstständig zu sein? Kann ich überhaupt als Freiberufler oder beziehungsweise als Gewerbetreibender überhaupt arbeiten, Vollzeit arbeiten? Oder bin ich einer der Selbstständigen, die nur Centbeträge abgreifen? Und ja, im Gegensatz zu allen anderen, wird das bei mir überhaupt irgendwann mal was? Und ja, finden die Leute mich überhaupt sympathisch? Komme ich überhaupt bei den Leuten an? Warum kriege ich keine Aufrufe? Bin ich etwa so langweilig? Ja, man hat ständig irgendwelche Selbstzweifel und Unsicherheiten und man muss die natürlich in den Griff kriegen. Und ich bin totaler Fan davon, mir Affirmationen anzuhören. Ich höre ganz gerne Affirmationen über das tägliche Leben, über ich kann, ich bin. Ich habe eine tolle Zukunft und diese Ich bin und ich kann Affirmationen sind sehr, sehr gut und es gibt zahlreiche Videos bei YouTube, die man sich anhören kann. Positive Affirmationen für den Morgen, positive Affirmationen für den Tag, positive Affirmationen für meine Zukunft, positive Affirmationen für meinen Erfolg. Wie ziehe ich Geld in mein Leben? Man braucht ein positives Mindset. Und ich habe in anderen Videos ja schon gesagt, ich höre mir auch Bodo Schäfer an, der Money Coach. Und ich finde ein Video über Affirmationen, die er selber gemacht hat, finde ich sehr, sehr gut. Ich höre das eigentlich fast jeden Morgen, wenn ich Zeit habe, um einfach Motivation zu kriegen, weil du musst halt den Arsch hochkriegen, du musst halt aus deiner Prokrastination raus und es geht halt nur, wenn du ja den Arsch hochkriegst. Den Arsch hochkriegst und Ziele realisierst und du musst halt jeden Tag kämpfen und wenn es nicht wird, musst du doppelt so hart kämpfen und in meinem Fall muss ich halt viermal so hart kämpfen wie alle anderen und ja, dann brauchst du ein Zeitmanagement, ein Organisationsmanagement und dann schaue ich schon mal LADB an. Es gibt auch noch zahlreiche andere YouTuber mit Zeitmanagement. Ich habe Isabella Mogelin, heißt die, glaube ich, habe ich mir auch angesehen. Da habe ich mir angeguckt, wie die ihre Firma in Notion organisiert. Und ja, diese Organisationen bringen einen weiter. Man kann alles, was man in seinem Gehirn hat, an Ideen, kann man aufschreiben, man kann seine Firma sortieren, man kann sein Privatleben sortieren, man kann die ganzen Ideen runterschreiben in Notion und man hat alles sortiert und man kann sofort alles auf Anhieb finden und dann ist das Arbeiten auch leichter, weil du siehst, an welchen Projekten du arbeitest, du siehst, welche Projekte du noch abarbeiten musst, du siehst, welche Projekte noch komplett offen sind, du siehst die ganzen Ideen, die du für die Zukunft hast und das gibt einem einen Teil Sicherheit, organisiert zu sein und ein Zeitmanagement zu haben. Und am Ende muss man einfach sagen, man muss es
versuchen. Meine Therapeutin sagt immer 10 Sekunden. Du hältst die Luft an, du springst, es dauert circa 10 Sekunden. Danach hat dein Gehirn registriert, dass du dir unnötig Sorgen gemacht hast. Und das stimmt tatsächlich. Ich konnte diese Erfahrungen schon sehr, sehr oft machen. Immer wenn ich verunsichert bin, immer wenn ich Zweifel habe, 10 Sekunden die Luft anhalten, es machen. Auch wenn du keine Motivation hast, weil du gerade so an dir zweifelst. Eine Minute. Du stellst den Wecker auf eine Minute, du arbeitest und du wirst merken, dass daraus locker 30 Minuten werden. Und diese Zeitmanagement-Techniken, diese Organisationstechniken von zahlreichen YouTubern, die helfen auch, sein eigenes Management aufzustellen, sein eigenes Zeitmanagement aufzustellen, Organisationsmanagement aufzustellen und seine Ideen zu filtern und sie kontinuierlich abzuarbeiten. Bodo Schäfer sagte mal in einem seiner Videos, ich komme in die Umsetzung, innerhalb von 72 Stunden habe ich es umgesetzt oder komme in die Umsetzung innerhalb von 72 Stunden. Und ja, das versuche ich dann auch. Allerdings ist es bei mir so, ich schlafe immer ein paar Nächte über der Idee, bevor ich sie umsetze. Und ich habe ein paar Ideen jetzt und ich bin gerade dabei, sie umzusetzen, aber auch nur, weil ich im Mai Urlaub hatte. Und deswegen produziere ich auch im Mai immer im Urlaub alles vor, so dass das bis zum nächsten Urlaub reicht. Und im nächsten Urlaub muss ich dann schon wieder für nächstes Jahr planen, damit ich hinterherkomme. Und damit sich das irgendwie auch ein bisschen lohnt und rentiert. Ne? So viel zum Thema Zweifel und Unsicherheiten. Die hat jeder Mensch, das ist normal. Jeder Mensch zweifelt, jeder Mensch hat Unsicherheiten, jeder Mensch muss sich um sein Zeitmanagement kümmern, um sein Organisationsmanagement kümmern. Manchmal hat man auch falsche Leute in seiner Nähe, die einem negative, falsche Sachen einreden, dass man nicht gut genug sei. Ne? Es liegt an so vielen Stellen, dass man nach der Problematik suchen muss, manchmal auch. Und wenn man dann das Problem gefunden hat, kann man es eliminieren und dann kann man an sich selber arbeiten. Weil solange du lebst, kannst du immer an dir selber arbeiten. Du kannst immer alles verbessern. Und daran muss man im Endeffekt auch glauben. Und daran glaube ich. So, das war die Frage der Woche wegen Zweifel und Selbstzweifel und Unsicherheiten. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Sonntag 16 Uhr. Nicht vergessen, Glocke abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und wir sehen uns Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.